einen wunderschönen guten Abend zusammen zum heutigen Webinar Kursgewinne durch Börsensektoranalyse. Das Ganze zusammen mit Carsten Berger. Mein Name ist Florian Scharschmidt und ich darf Sie ganz herzlich im Namen von FX Flat hier heute um 19 Uhr pünktlich begrüßen. Ich bin gespannt, was der Carsten mitgebracht hat. Ich hoffe, Sie natürlich genauso wie ich. Von daher will ich gar nicht lang drum rumreden, sondern direkt an den Carsten übergeben. Ja. Nee, noch nicht an den Carsten übergeben. Entschuldigung, natürlich kommt erst der Risikohinweis. So nämlich. Ja, denn vorweg immer Risikohinweis, Sie kennen es alle. Das Ganze dient nur Schulungs- und Informationszwecken. Bitte verstehen Sie es nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung. Ganz gleich, was der Carsten gleich mit seinen Tools analysiert, aufzeigt. Vollkommen egal. Schlussendlich müssen Sie Ihre eigenen Entscheidungen treffen. Ja, ganz wichtig vorweg seitens FX Flat zu sagen. Und jetzt, Carsten, jetzt darfst du auch den Bildschirm haben und kannst jetzt übertragen. Ich sagte dann noch, ob es der richtige Bildschirm ist. Und dann bist du free to go. So, das ist wahrscheinlich wieder der falsche gewesen. Ah, jetzt ist der richtige. Ja, siehst du, da ist er. Sehr gut. Dann wünsche ich viel Erfolg, viel Spaß und wenn was ist, ich bin da, ja? Alles klar, Florian, vielen Dank. Okay, liebe Teilnehmer, einen wunderschönen guten Abend heute wieder zur Analyse und zwar der Börsensektoren über die Indizes quasi. Und wie ihr hier schon sehen könnt, auf dem Einleitungsbildschirm rechts kann man das, glaube ich, ganz gut verinnerlichen, wie so die Strategie aufgebaut ist, dass man sich nach unten durcharbeitet, bis man dann eine Aktie, in der Regel sind es ein bisschen mehr, 3 bis 5, die ich mir ins Auge fasse, aus verschiedenen Sektoren, die meistens oben stehen und sehr performant sind. Und ja, lassen wir uns gar nicht groß lange reden, steigen wir einfach ein. Risikohinweis wurde schon gemacht. Ich füge einfach nur hinzu, dass ich hier vielleicht die ein oder andere Aktie oder den ein oder anderen ETF erwähnen will, den ich selber dann in so einer Situation handle oder bereits schon als Position in meinem Depot habe. Also gibt es eventuell einen Interessenskonflikt. Also hinterfragt auch das bitte, ob ich da nicht Interesse habe, dass ihr mit euren Käufen meinen Preis zum Steigen bringt. Das wollen wir natürlich nicht. Also immer alles gut hinterfragen. Wer mich nicht kennt, ich bin 54, heiße Carsten Berger, bin schon mit 17 in die Finanzwelt eingestiegen. Früher waren Zeitschriften, die man so kaufen konnte. DM-Zeitschrift war das früher, was ich mich letztendlich so in die Leidenschaft gewesen ist, die zu lesen und sich selbst über die Finanzen mal im Klaren zu werden, was ich eigentlich mit meinem Geld mal mache, was ich verdiene in der Ausbildung, was ich, wo will ich das anlegen. Ich wollte einfach wissen, wo kann man irgendwie besser sein als die Banken. Und damals gab es bei der Bank noch 8,5%, wo ihr merkt, vielleicht kommen wir ja doch wieder dahin, dass es so ist. Und auch das haben wir damals überlebt bei diesen Zinsen. Ja, mal schauen, wie das so weitergeht. Die Umsetzung der Strategie war kurz angedeutet. Wir schauen immer, also ich persönlich auch immer jeden Tag auf die Indizes, jetzt nicht im Minutenchart, sondern rein im Tageschart. Das ist das, was mich interessiert, um zu wissen, wo wird letztendlich jetzt gerade Musik gespielt, wo befinden sich die Märkte gerade, muss ich mich an den Rechner setzen, das ist glaube ich der Hauptgrund bei mir, muss ich mich an den Rechner setzen und meinen Scanner anschmeißen und den, oder den Agena Trader benutzen oder war es das schon mit diesem kurzen Blick? Deshalb machen wir das überhaupt, damit ich überhaupt einen Grundsatz und eine Grundbedeutung von Index ist halt, dass alles zusammengefasst ist und natürlich gibt es immer Einzelwerte, die dort funktionieren, aber wenn man den Markt in seinem Rücken hat, dann ist es oft so, dass es oft besser läuft, als wenn man zu jeder Zeit irgendeinen Trade-off sitzt. Ein bisschen Timing sollte man dann schon beachten. Wenn man das bejaht hat, oh, der Markt ist in einer guten Phase, vielleicht gerade in einer Korrektur, dann geht es in die Branchen hinein und dann mache ich genau das gleiche. Timing, das heißt, ist eine Branche in möglichst in einer Korrektur. Nicht immer findet man das auch im Optimalzustand vor. Weil auch der Index oder ETF einer Branche ist ja auch nur der Durchschnitt der einzelnen Unternehmen, die darin enthalten sind. Natürlich gibt es da auch Unternehmen, die besser sind, besser performen, sogenannte Outperformer oder halt auch Aktien, die vielleicht nicht so gut gemanagt werden und vielleicht dann in der Folge im Kurs einfach verlieren. Wenn ich mich für Aktien entschieden habe, dann natürlich, wenn ich die Branche vorher gecheckt habe und die Branche sagt, ja, musst dir jetzt mal eine Auswahl der einzelnen Aktien anschauen, dann versuche ich immer
Outperformer zu nehmen, die werden bei mir nicht rein nach dem prozentualen Gewinn berechnet, sondern da liegt ein anderer Algorithmus hinter, mir sind da andere Dinge wichtig. Aber letztendlich kommt das einer prozentualen Vergleich in einer bestimmten Zeit schon recht nahe. Aber das ist auch wichtig, wann kaufe ich eine Aktie? Kaufe ich eine Aktie, wenn sie schon 5 Tage gestiegen ist, oder warte ich lieber 2, 3 Tage ab, dass der Markt sich ein bisschen beruhigt, die Aktie vielleicht seitwärts läuft oder sogar ein bisschen tiefer korrigiert, um dann wieder einzusteigen. Das hat was mit Chance-Risiko-Verhältnis zu tun. Und ich möchte nicht gerne Ausbrüche handeln, weil die oftmals wieder abverkauft werden und dann der zweite Anlauf der effektivere ist. Okay, wenn ihr Fragen habt, ich habe das Fragentool wieder geöffnet, einfach hier reinschreiben und die Möglichkeit nutzen jetzt, weil ich bin ja live hier, mich auch was zu fragen, da kann ich auch darauf antworten, einfach da reinschreiben. Ich gucke ab und zu drauf und dann können wir das interaktiv gestalten. Okay, so, jetzt werde ich mal hier das PowerPoint-Tool wegschaffen. So, was ich benutze, sind im Endeffekt ein Chartprogramm. Das kann TradingView sein. Bei mir ist es, sag ich mal, im Speziellen der Agena Trader oder in Verbindung mit dem Trade Scanner, den ich mit dem Markus Runo zusammen, sage ich mal, entwickelt habe aus der Strategie aus dem Agena Trader heraus, um letztendlich, sage ich mal, das Ding jetzt einmal einfach auf dem Handy, sag ich mal, mir anschauen zu können, wie da die einzelnen Scans und so weiter sind. Zum Traden benutze ich dann immer den Agena Trader oder halt die Trading-Plattform bei FX Flats, in dem Fall die TWS, kann man benutzen. Man kann auch den Agena Trader anschließen. Also das ist eigentlich völlig egal, weil letztendlich braucht ihr eine Chart-Software, wo ihr euch das angucken könnt und da gibt es ja viele Möglichkeiten. So, was mir dieses Marktmodell im Endeffekt verschafft, ist einen ersten grundsätzlichen Überblick. Ich kann mir das hier sortieren, ja, also die Performance untereinander wird gemessen, dann noch zu einer Benchmark und dann sehe ich auf Anhieb, welche Volatilität steckt in dem Markt, in den einzelnen Indizes. Das sehe ich anhand der Farbe. Grün ist halt eine normale Volatilität, die steigende Märkte begünstigt, und wenn das orange wird, dann ist es sagen wir mal normal, jetzt nicht positiv oder negativ, und wenn es rot ist, dann begünstigt es natürlich eher fallende Kurse. Deswegen ist es ganz positiv, wenn die Märkte rechts oben im Feld sind, statt links unten, weil dann werden sie eher short und hier sind sie halt eher long. So, das ist schon mal der erste Gedanke, dass ich mich jetzt nicht gleich mit dem ganzen Depot draufstürze und sage, ich muss jetzt unbedingt short gehen. Das ist ja schon mal eine Erkenntnis, weil das würde jetzt dem hier so ein bisschen widersprechen. Man muss aber auch wissen, dass die Kugeln, wenn sie weiter rechts auf der Achse sind hier, letztendlich mehr performen. Also der Silber zum Beispiel ist der Outperformer, weil die Kugel ist weiter rechts am Rand. Je weiter links, desto mehr Underperformer sind sie. Das ist jetzt zum Beispiel Nasdaq, befindet sich eher im underperformenden Bereich. Wohl zu Recht, werden wir nachher im Chart auch noch anschauen. Das Timing versuchen wir ganz gut abzubilden, indem wir sagen, das blaue Feld ist hier Trend Long. Und je höher die Kugel mit in diesem Trend Long Rechteck ist, desto mehr ist sie schon in die Long-Richtung gelaufen. Auch eine wichtige Information, weil ich mir einfach sagen muss, okay, da kann ich mir jetzt einen Chart vielleicht anschauen, das machen wir auch. Aber ich muss halt schon wissen, dass wahrscheinlich da kein Trade aus der Korrektur möglich ist. Also könnte ich mir das in der Theorie, wenn man Erfahrung hat, sagen, das kann ich mir eigentlich sparen. Wir gucken aber natürlich heute trotzdem auf die Charts. Je tiefer die Kugel steht, so wie MDAX zum Beispiel, desto höher ist die Chance, dass der Markt dort vielleicht eher in einer Korrektur ist. Ist ja auch immer entscheidend, von wo die Kugel kommt. Wenn man die tagemäßig hier mit dem Schieber zurückschiebt, dann sieht man, dass die Kugeln sich bewegen. Und wenn man sie mehrere Tage zurückschiebt, dann sieht man irgendwann, aha, die waren ja doch irgendwie mal ganz weit unten. Und dieses Timing ist ja schon wichtig, um allgemeine Veränderungen in den Märkten statt, sag ich mal, zu bemerken auch einfach. Manchmal geht es ja an einem vorbei und man guckt 2, 3 Tage nicht rauf. Hier könnte ich das sogar retrograd mal nachvollziehen. Aber mir ist eigentlich nur wichtig zu wissen, was ist heute der Fall und muss ich mich da unbedingt an die Märkte in die Tiefe begeben. So,
Was also hier führend ist, ist Silber. Ich weiß nicht, wenn ich es noch weiß. Ich glaube, 4 Wochen oder 8 Wochen war bei mir Silber relativ oft in der Besprechung. Ich sage, Mensch, Silber könnte sehr interessant werden. Das ist wirklich eingetreten. Wenn wir uns auch den Chart anschauen, finde ich mega spannend, weil man doch die Bodenentwicklung recht gut gesehen hat und auch dort im Silber einige Trades in Aktien hätte tätigen können, auf jeden Fall. Was mich sehr verwundert, ist, dass der deutsche Markt jetzt hier mit dem SDAX, also die kleineren Werte im deutschen Markt, relativ hier eine gute Spur macht auf Platz 2 und der DAX auf Platz 3. Und dann kommt Dow Jones, also auch der große Werteindex in Amerika, der hat sehr, sehr gut performt. Dann kommt schon der Tech-DAX und dann sehen wir im Endeffekt bis zum Mittelfeld Deutsche und dann kommt Amerika. Und Nasdaq, der Performer, der schlechthin, der hat also im Moment nicht so ein gutes Standbein, was man sieht mit der vorletzten Position. Wir können natürlich auch einen Blick auf die deutschen Werte werfen. Das mache ich dann morgen früh quasi dann, wenn der Markt aufmacht. Schmeiße ich hier den Scanner an. Wir werfen jetzt aber mal einen Blick auf die amerikanischen Märkte trotzdem, um zu gucken, was da los ist. Sicherlich werden wir nicht viel Signale bekommen, weil der Markt A nicht in der Korrektur ist. Ja, S&P ist vielleicht noch long, aber vom Timing vielleicht gerade nicht in der Korrektur gewesen die letzten 2 Tage. Ihr wisst ungefähr vielleicht, wenn ihr auf den Chart geschaut habt, ich komme meistens immer aus der Korrektur. Und wenn das nicht im Index im Allgemeinen stattgefunden hat, dann ist es meistens in den Branchen genauso. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, aber schauen wir drauf. Der nächste Schritt ist dann, wisst ihr ja, rein in die Branche, US-Sektoren. Hier passiert genau das Gleiche. Ich sortiere mir das hier mal nach Performance. Und wen soll es wundern? Der Energieindex ist immer noch oben, war aber, glaube ich, vor kurzer Zeit auch mal sehr im Counterbereich. Genau, vor 2 Tagen, 3 Tagen, 4 Tagen, 5 Tagen war der sehr, sehr lange hier oben im Counter-Trendbereich. Ich habe daraufhin natürlich die Energieaktien nicht geschortet oder die Aktien nicht geschortet für die bestehenden Positionen. Warum? Klar, weil ich ja im Allgemeinen doch gleich sehen kann, wie sehr der Markt hier long ist. Und wenn ich hier jetzt auf Short setze, dann heißt das nicht, dass der Markt genau an dem Punkt jetzt anfängt zu drehen, sondern es bedeutet für mich, dass ich, wenn ich Positionen habe, wenn der Markt hier oben im Counter-Trend-Bereich steht, dass ich dann eventuell Teilverkäufe mache oder einfach die Stops enger ranziehe. Das ist im Endeffekt der Grund auch. Letztendlich, wenn hier mehrere Sachen reinlaufen, das kann auch passieren. Wenn jetzt hier zum Beispiel alle Branchen hier oben rumtanzen würden, dann müsste man schon überlegen, ob es nicht alles überkauft ist. Ja, und dann wäre es sinnvoll, sich auch noch die Indizes nochmal anzuschauen. Ist da das Gleiche? Dann hat man so eine Extremsituation, wie wir es auf der anderen Seite im Short-Bereich hatten, also hier unten im Counter-Trend-Bereich dann. Und da waren dann sehr viele Branchen überverkauft. Und dann kann man das so als kleinen Hinweis nehmen, doch aufzupassen, vielleicht mal ein Counter-Trend-Signal zu handeln. Ja. Ist schwieriger zu handeln als jetzt trendfolgende Signale, logischerweise. Braucht man Erfahrung, kann man aber lernen. Und ist bei mir, sage ich mal, da auch im Trade-Scanner mit so 10 Videos a 5 Minuten, also was man da achten muss, glaube ich, relativ gut schon mal angedeutet. Da kommt noch mehr. So, schauen wir uns das mal an. Welche Branche jetzt hier interessant ist. Das ist ja eher hier unten der Fall, weil ich es etwas tiefer hätte, als wenn die schon so weit oben stehen. Wenn ich mir jetzt mal eine Branche aussuche, dann nehme ich mal, was haben wir denn hier? Man sieht, wenn man hier drüber hovert, dann wird das schwarz, das ist Gold, das ist auch nach oben gekommen. Healthcare, ja, liegt schon weit oben, ja, ein bisschen zu weit, aber die klicken wir jetzt einfach mal an, dann geht man auf Healthcare und dann kann ich mir hier unten aussuchen, die Strategie, und zwar diese Trend-Long-Strategie, komme dann in den Scanner und dann ist hier gleich Healthcare eingestellt, USA. Earnings werden vermieden. Das sind Earnings-Geschäftszahlen. Wir haben ja jetzt Geschäftszahlenzeit. Das ist eine ganze Menge, die da an Geschäftszahlen sind. Wenn ihr euch mal beim Internet anschaut, wie viele Unternehmen da Geschäftszahlen bekannt geben, dann ist es schon interessant, das zu berücksichtigen. Und ich mag es nicht, wenn ich jetzt heute eine Aktie kaufen würde und ich habe nicht nachgeguckt im Internet, wann haben die denn ihre Geschäftszahlen, die Quartalzahlen.
Und am nächsten Tag kommen die Quartalzahlen und ich habe das mir nicht irgendwie registriert und meine Aktien machten nach 2 Tagen, also ich habe einen riesen Gap von 30% minus, kann natürlich auch nach oben gehen. Dann ist das mit dem Money Management nicht so toll und auch mit dem Risikomanagement nicht so schön. Deswegen versuche ich das zu vermeiden. Natürlich können immer Nachrichten kommen, die Unternehmen trotzdem beeinflussen. Ad-hoc-Meldungen oder so. Das kann man aber dadurch, dass man diese 4 Quartalzahlen letztendlich weiß, ausschließen. Und die Signale lasse ich mir dann gar nicht anzeigen. Und ich will Outperformer haben, das heißt alles Werte, die besser sind als der Index oder das Vergleichsmodell quasi. Wenn ich da draufklicke, dann habe ich da eine ganze Menge an Werten vom Healthcare, wie man sieht. Ja. Verschiedene Signale, sortiert nach der Marktkapitalisierung hier oben rechts. Ja, absteigend. Und dann weiß ich auch, dass wenn man hier unten rumfischt nach Signalen, dass wenn da hier nur 124 steht, das eigentlich ein relativ niedrig kapitalisiertes Unternehmen ist. Und natürlich auch die Kursschwankungen und die Spreads dort wahrscheinlich aufgrund des Volumens in dieser Aktie auch nicht ganz so attraktiv mehr sind wie bei Unternehmen, die halt und Aktien, die halt viel mehr Marktkapitalisierung, sage ich mal, auf die Waage bringen. Dann sehe ich hier noch, okay, was ist hier mit Ratings los? Ja, A ist super, C ist ja normal und F ist völlig negativ. Ich habe heute wirklich auch schon mal einen E-Wert gesehen, das war auch relativ selten. Die Deutsche Grammar AG war mit E bewertet. Das habe ich auch nie gewusst, dass man das erste Unternehmen, was ich damit gesehen habe. Das ist ein Algorithmus, den haben wir, sage ich mal, ich und also Markus letztendlich, dargestellt und dann gesagt, Mensch, man muss ja nicht die ganze Fundamentaldaten lesen, sondern ich möchte einfach wissen, das sind meine Kriterien und die habe ich in ein bestimmtes Raster gepresst und das ist das Ergebnis. Und muss ich ja nicht alles immer lesen, wie viel man verdient hat und so weiter. Von daher ist es da in so ein Rating gepresst. So, wenn wir uns das jetzt weiter anschauen, dann sehen wir auch die ganzen Zahlen. Das ist klar, das Symbol, die Correction Days, das ist ein Algorithmus, der sagt, wie viele Tage hat die Aktie korrigiert. Und je höher die Zahl, desto länger die Korrektur und in der Regel dann auch umso tiefer. Ja. Bedeutet jetzt hier für diese Aktie, wenn ich da mal draufklicke, dann sehen wir hier den Chart mit den Signalen, die es da in der Zeit gab. Ich kann ihn hier aufskalieren und wieder reinziehen. Und dann sehe ich hier schon auf Anhieb, dass dieser Trade zwar, sage ich mal, erfolgreich gewesen wäre, also heute zum Beispiel, dann, weil das CRV, das kann man ja nicht so gut lesen, weil der CRV relativ gering ist mit 0,4 und deshalb so eine Trades mache ich jetzt gar nicht. Von daher, die werden demnächst rausgefiltert, das zur Kenntnis, sondern ich suche mir dann halt, sage ich mal, andere Aktien raus, die ein besseres CRV haben. Das heißt, wir werden demnächst diese CRVs dann rausnehmen. Hier war ein CRV von 0,9, das kann man dann einstellen. Nicht verkehrt, ja, okay, hier Umkehrsignal und hätte auch schon das Ziel des Target hier erreicht innerhalb von 2 Tagen, wo man dann halt einen Teilverkauf macht. Ja. Die Anzahl der Signale, die kann man auch, sage ich mal, reduzieren. Jetzt sieht man ja hier Signale, die retrograd waren, also bis zu 5 Tagen. Alle Signale, die innerhalb der 5 Tagen vorkamen, kann man sich jetzt anzeigen lassen. Und wenn ich jetzt nach links gehe, dann müssten die eigentlich weniger werden. 4, 3, da sieht man schon. 2, 1, das sind die von heute, die Signale. Und wenn ich jetzt eins runtergehe, dann müsste, diese Avoids wegnehme, von den Earnings müssten eigentlich noch ein paar dazukommen. Ja, sind noch ein paar dazugekommen, wie man sieht. Okay, also das kann man dann auch rausnehmen. Dann muss ich mich nicht hinsetzen und noch die ganzen einzelnen Dinge mir anschauen. So, jetzt suche ich mir eins raus mit einem passenden CAV, was auch eine entsprechende Marktkapitalisierung hat. So, das ist das Signal von heute. Da sehe ich, das Target hat 4,2%. Also wenn ich jetzt den Trade eröffne, dann habe ich da oben am Target 4,2% und ein CAV nur von 0,77. Das ist nicht so prickelnd. Und meine Leute lernen natürlich auch, dass man am 200er, der hier oben ankommt, meistens einen Deckel drauf hat. Deswegen sollte man da einen Teilverkauf machen. Finde ich jetzt nicht so spannend. Die Aktie fand ich die andere schon viel besser. So, was haben wir hier noch? Target 10%. Man sieht auch, was das Target bringt. Letztendlich hier 10,8%. Wo man einsteigt, Entry, Stop, Loss, Target Area und so weiter.
wie man was kauft auch und die Unternehmensbeschreibung und die einzelnen Fundamentallevels. So sieht es im Einzelnen aus. Das sind die einzelnen Aktien, die man sich dann durchschauen kann. Hier kann man sehen, oh, das ist eine interessante Aktie. 1,56 CAV, Target liegt 17,36% entfernt bei dem Trade, den man dann macht. Kann man auch hier unten sehen. Und das ist im Endeffekt dann die Auswahl. Davor muss man sich natürlich den Chart der Branche anschauen, dessen Aktien man handeln möchte. Das ist ja klar. Also was liegt jetzt näher, als den Arjuna Trader mal reinzuziehen? Da ist er. Und mal einen kleinen Ritt durch die Charts der Branche zu machen. Ich hatte jetzt eben Gesundheit, Healthcare, das sind die. Genau, es war auch am Wochenende, am Samstag schreibe ich immer meinen Blog darüber. Ich werde wahrscheinlich dazu übergehen, das eher dann zu machen, wenn im Markt wirklich was los ist. Also mir erreichen immer wieder Nachrichten, die sagen, hey, du schreibst dann was, aber manchmal ist ja im Chart, weil ich deine Strategie, also meine Strategie schon kenne, ist nichts im Chart und dann haben wir eigentlich gar nichts davon. Schreib doch mal lieber, wenn im Markt gerade was passiert, vielleicht kriegst du das vom Zeitlichen hin. Also mal gucken, ob ich das hinbekomme, weil wenn ich aus einer Korrektur handeln will, dann ist vielleicht hier die Situation, wenn ich am Samstag schreibe, so war es hier, glaube ich. Ja, heute ist Mittwoch, Dienstag. Ja, genau, das war hier. Da dieser Chart ging sich nur aus, da habe ich gesagt, okay, diese Branche ist interessant. Aus folgenden Gründen. Erstmal zählt sie mit zu den Outperformern. Das liegt hier, wenn der Wert über 1,1 ist, dann ist das für mich ein Outperformer. Alle Werte, die unter 1 sind, sind keine Outperformer. Natürlich gibt es auch Unterschiede. Sie ist nicht auf Platz 1, aber es ist halt eine Branche, die vom Chart her im Moment also das genaue feine Timing hat, wo ich sagen könnte, okay, die könnte jetzt noch anziehen. Und was hat mich noch, sage ich mal, dazu bewogen? Weil wir hier im 200er eine Reaktion hatten, hier unten mit einem längeren Lunte und der Markt im Endeffekt genau da oben aufgesetzt hat. Deswegen hatte ich darauf spekuliert, dass der Markt nochmal richtig in Richtung des Wochenwiderstandes hier oben geht, das rosane Feld. Und das hat er auch getan, innerhalb von 1, 2, 3 Tagen war er da oben und der Markt hat dann auch wirklich hier mit diesem Hoch, ich hoffe, ihr könnt es sehen, da reagiert. Ob er nun durchgeht oder nicht, habe ich nicht auf dem Schirm, weiß ich nicht, ich habe keine Glaskugel. Was spannend war auch, war das erhöhte Volumen an diesem Tief. Ja, das war ja mal das Tief an dem Tag, dann kam eine grüne Kerze und ich gucke mal danach auch, ob das Volumen erhöht ist an einem Abverkaufstag. Und wenn dann eine grüne Kerze kommt, die noch recht positiv ist, die hätte noch schöner ausgeprägt sein können wie ein Umkehrstab oder so, aber das Markt ist ja nun kein Wunschkonzert, hat es mich dazu bewogen, hier zu screenen. Und ich habe mir die Israel Surgical, Intuitive Surgical Aktie rausgesucht und die ist im Moment, ich glaube, seitwärts gelaufen. War kurz im Plus, jetzt ist sie seitwärts, hat also die Bewegung nicht mitgemacht. Das kann natürlich auch passieren. Das ist normales Börsengeschehen. Aber so ist die Vorgehensweise. Also wichtig ist im Endeffekt die Bedingung, dass ich immer versuche, aus der Korrektur zu kommen und nicht einfach jetzt anfange, hier oben nochmal, wenn ich das hier gesehen habe, 2 Tage versäumt habe, anfange hier nochmal oben drüber irgendwie einzusteigen. Ja, ich versuche, aus der Korrektur zu kommen. Man sieht doch, der Markt heute, Amerika, nicht so stark schwächelt. Also von daher auch ein gefährlicher Punkt. Und immer sich wieder zu realisieren, immer wieder zu sagen, ist das eine Situation, wo ich überhaupt eine Chance habe, dass der Markt relativ zügig irgendwo durchläuft? Ne? Das muss man sich fragen. Schauen wir uns mal jetzt den amerikanischen Markt erstmal an, weil wir reden ja über den S&P und den Nasdaq, der steht hier unten auf der linken Seite, hier, S&P 500. Ihr erinnert euch, im Trade Scanner war der auch relativ weit in der Mitte und Nasdaq war ja von der grünen Kugel her ziemlich weit unten im Short-Bereich. So sieht es im Moment aus. Und wenn ich das mal nach rechts wegschiebe, dann gehen die Tage mal so weg. Und diese Phase hier war ja recht positiv. Und wenn ihr jetzt einen Ausbruch handelt, ging ja hier mal so, wenn die Markttechniker mögen es ja mal 1, 2, 3, ist für mich nicht so wichtig, aber es spielt halt, sage ich mal, in den Märkten immer wieder eine Rolle, logischerweise. Aber ich achte auf dynamische Bewegung, Korrektur und dann, dass der Markt wieder in dieselbe Richtung geht. Hier hatten wir so eine dynamische Bewegung, dann hat er ein bisschen geschwächelt. Man sieht es hier, so ein leichter
Umkehrstab, kamen wir zurück. So, und dann, wenn ich aus der Korrektur kaufe, dann brauche ich ja irgendeinen Punkt, woran ich es festmache, dass ich hier mich hinsetze und Aktien screene oder nach Branchen gucke überhaupt. Und das ist an diesem Tag gar nicht möglich gewesen, weil er hat zwar korrigiert, nur einen Tag so, so dass ich gar keine positive grüne Kerze habe. Und die einzige Kerze, die wir haben, ist diese Megakerze hier. So, und dann muss man sich das vorstellen, dass man dann, ja, wenn man jetzt nach Märkten bei dieser Umkehr hier oben screenen würde, ja, dann wahrscheinlich eher unter die Räder gekommen wäre. Bedeutet, nicht immer macht der Markt auch das, dass er eine Korrektur so soft anzeigt. Er ist sehr volatil, der S&P, und das war früher anders. Im Moment ist es sehr nachrichtenorientiert und durch die Future-Märkte sind auch relativ sehr volatil geworden, schwankungsintensiv, und das macht es halt relativ schwer, dort, sag ich mal, auch das auszuhalten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, dass man manchmal einen Rechner anmacht und seht, boah, jetzt ist das Ding schon wieder weggerannt. Er hat einen riesen Gap gemacht, die Aktie. Ich bin da nicht reingekommen. Das liegt an diesen großen Schwankungen, die auch dann stattfinden, wenn der Kassamarkt, also der DAX zum Beispiel, oder der S&P, wenn der von der normalen Zeit von 9 bis 17 Uhr 30 oder der amerikanische Markt von 15 bis 22 Uhr läuft, und der Future läuft ja schon vorher und länger, dann kommen halt diese Verschiebungen in der Kasse erst ein bisschen später und dann auch diese Kurslücken. Und das führt zu Widerständen und Unterstützung. So, wenn ich das jetzt hier sehe, dann weiß ich auch, ui, das ist eine mega Herze und das ist auch eine Korrektur, das ist auch schön. Jetzt muss ich mir überlegen, kann ich jetzt hier mich hinsetzen und nach Aktien suchen, die jetzt in die aufwärts gerichtete Richtung, davon gehen wir ja mal aus, weiter marschieren. Kann ich machen, werde wahrscheinlich auch den einen oder anderen Wert finden. Und wenn ich das mache, dann muss ich auf ein paar Dinge achten. Und zwar, dass ich dann natürlich eine Aktie nehme, die mit zu den Performern gehören. Das heißt, die besten Aktien zu nehmen. Ja, also die Aktien, die im Endeffekt gerade diesen Fokus haben, dass die Leute die Aktie kaufen, weil sie merken, sie ist im Endeffekt in einem Aufwärtstrend oder jedenfalls hat sie ganz schön viel Gewinne vielleicht abgeworfen in letzter Zeit. Dann habe ich eine Chance, dass das weitergeht. Und deswegen ist es wichtig, das zu tun und auch genau in dieser Reihenfolge zu tun. Index gucken, wo ist das Timing, kann der Markt hier drehen? Da kann man keine Anhaltspunkte nehmen. Der dreht auch nicht, weil hier die Stochastik irgendwie super überkauft ist oder verkauft ist. Das macht er einfach, weil dort Leute an einem Hebel sitzen, die dann sagen, ich drücke jetzt auf den Knopf bei dieser mega roten Kerze. Also ich würde da nicht draufdrücken, weil ich ja nicht weiß, ob das passiert. Ich brauche halt dann einen anderen Anhaltspunkt und das sind halt dann wenigstens Branchen, die gut laufen, die dann eventuell noch einen anderen Trendfunktion haben, vielleicht sogar gegen den Markt laufen. Die haben vielleicht nicht so eine Riesenkerze, sondern haben vielleicht eine kleine grüne Kerze wenigstens gezeichnet. Und das ist ein Indiz dafür, dass ich weiß, okay, die Branche funktioniert trotzdem oder Gold oder Silber funktioniert, obwohl der Markt ganz anders reagiert. Und da muss man dann den Blick drauf richten. Wenn dann der nächste Tag kommt, dann sieht man, oh, das wäre jetzt auch in die Hose gegangen, wenn ich jetzt einfach sage, ich scanne hier. Sondern ich brauche ja hier irgendwie was Positives, vielleicht eine grüne Kerze. Die habe ich hier so. Und da kann ich dann daraus folgern oder vermuten, dass der Markt eventuell, auch wenn sie nicht so bullisch ist, weil sie ja wieder was abgegeben hat vom Hoch, vielleicht die nächsten Tage auch noch zwei, drei Kerzen dazukommen und wir wenigstens bis zu dem letzten Hoch kommen. Also hier ist dann jetzt der Zeitpunkt, wo auch der Gesamtmarkt vielleicht eine Aktie, die ich aus einer Branche, die führend ist, rausgesucht habe, unterstützt. Ja. So, wie ist es weitergegangen? Das ist auch passiert, auch wenn sie nicht so wahnsinnig vorgeprescht ist, vielleicht ein bisschen über dem Hoch und am nächsten Tag auch. Das ist schon mal super. Und wenn ich jetzt mich hinsetze, an diesem Tag, und nach Aktien suche, die in die Long-Richtung gehen, was habe ich dann vor mir? Was muss ich dann rechnen? Na klar, der Abstand ist nicht mehr so groß. Und zwar bis zu dem Punkt, wo der Markt schon mal reagiert hat. Ob er wieder reagiert, weiß ich nicht. Aber er kann da reagieren. Und wenn ich das weiß, dass er da reagieren kann, was muss ich tun? Ich muss mich vorbereiten. Ich muss mich darauf vorbereiten, dass der Markt hier vielleicht Feierabend macht und wieder umdreht. Und das muss er gar nicht an dem Tag tun. Das kann er vielleicht auch sogar schon vorher tun. Aber ich weiß, je näher ich in diese Zone komme, desto kritischer kann es werden und dann muss ich halt überlegen, ob ich den Trade auflöse, Stops ranziehe, das sind diese
Dinge, die ich halt selbst tun kann, um mein Risiko zu steuern. So, wie viel sind das im Endeffekt von hier unten? Wenn ich hier von dem Schlusskurs sehe, dann habe ich hier 4%. Fange ich an dem Tag an, dann habe ich hier nur noch 1,28%. Und das umgelegt, jetzt sage ich mal auf die Branche, ist natürlich ein bisschen höher. Aber letztendlich muss ich wissen, dass der Markt dort eventuell dreht. So, was ist heute? Heute dreht er schon vorher. Und deshalb muss es dieses Potenzial vorher abwägen. Und vom Timing her sind wir dann fast wieder schon da unten angekommen, wo wir waren. Deswegen werden die Trades, die man dann hat, vielleicht schon ausgestoppt worden sein oder wenigstens die Targets, die man gelegt hat oder die Stops enger rangezogen, werden dann wahrscheinlich ausgelöst. Das ist aber auch kein Beinbruch, weil selbst wenn das jetzt noch ein, zwei Tage jetzt hier weiter steigt, das zeigt, dass der Markt nicht so stark ist, wie vielleicht viele dachten. Ja. Wichtig. Schauen wir uns Nasdaq an. Finde ich auch mega spannend. Da ist ja sehr viel Digitales unterwegs und wahrscheinlich unheimlich viel überbewertet. Letztendlich sehen wir, dass Nasdaq sehr, sehr viel schwächer war und das Chartbild ja auch ganz anders aussieht. Was ich hier als einziges positiv finde, ist, dass wir uns hier auf so einer Unterstützungszone bewegen, diese grünen Balken. Und wenn wir das mal weiter zusammenscrollen, dann sehen wir aber, dass wir in der Nasdaq eigentlich noch einen riesen Platz haben. Und was jetzt wirklich entscheidend ist, sind hier diese 10.600, nagelt mich da nicht auf den Punkt fest. Aber ihr seht ja, dass ich von hier aus ja noch ein bisschen Platz ist bis zu dieser Zone nochmal 7%. Und das könnte uns auf jeden Fall erwarten, dass der Markt da nochmal runterrutscht. Ich wieder reinzoome. Dann sehe ich, dass der Markt hier am 20er reagiert hat, nicht drüber geschlossen hat, so eine Docht hatte und heute im Endeffekt vielleicht sogar unter diesen Tagestief schließt vielleicht. Das sieht nicht besonders stark aus. So, jetzt kann ich Folgendes machen. Sagen, okay, Nasdaq negativ. Muss ich jetzt einen Wert nehmen, der vielleicht mit Computerchips zu tun hat? Und auch innerhalb der Technologie gibt es ja viele Untersektoren. Das eine kann positiv sein, das andere kann negativ sein. Und deshalb muss ich da schon ein bisschen, sage ich mal, differenzieren, welche Branche dann hier eventuell die Führung hat. Also Technologiebereich, die da so die Leader sind, bis jetzt würde ich eher jetzt meiden. Also positiv, habe ich ja erwähnt, ist, dass wir hier ein erhöhtes Volumen haben und auch ein Riesenherz haben, die halt, sage ich mal, positiv reagiert hat. Und wir sind jetzt quasi wieder auf dieses Niveau zurückgefallen. Und ich schaue dann halt immer, was macht der Markt in der Situation? Und das fand ich auch positiv. Hier hat er wieder ein erhöhtes Volumen und hat wieder hier, sage ich mal, etwas aufgenommen, hat aber nicht die volle Stärke. Wenn er jetzt nochmal zurückkommt und das gleiche Spiel nochmal macht, vielleicht macht er einen Umkehrstab, ihr wisst, das ist meine Lieblingskerze, kann aber auch ein Powerbar sein, also die ziemlich hoch an ihrem Hoch schließt, so also eine positive Kerze, dann hätten wir hier vielleicht einen Boden und dann könnte ich mir vorstellen, vielleicht mal so einen Countertrend zu machen, wenn er nochmal zwei, drei Tage rausgeht nach unten und dann in diese Richtung zu traden. Ja, mit den entsprechenden Marktführern wieder. Auch nicht einfach zu erkennen, aber diese Bodenbildung, die dauert halt manchmal ein bisschen länger. Und dann kann man es versuchen, hier reinzukommen. Ich würde da auch nicht so viel Positionsgröße nehmen als für einen trendfolgenden Trend, der Trade, weil es einfach risikobehafteter ist. Ne? Das müsst ihr wissen. So, schauen wir mal auf den Energiemarkt. Jetzt gehen wir nach oben. Da, wo ihr wusstet, dass die relativ weit oben standen. In meinem, wie soll ich sagen, ja, Trade-Scanner. Und guckt mal, heute hat der Energiemarkt drastisch abgegeben. Und das ist das, was ich immer sage. Und ich hoffe, ihr befolgt das alle, dass ihr halt nicht einfach wahllos an Märkte einfach was hineinkauft, sondern wirklich schaut, was ist denn hier eigentlich wichtig. Ja, also so ein Vorhochbereich ist wichtig, der wurde schon mal angetestet und der wurde auch verlassen, wieder der Bereich nach unten. Und je höher ich da reinkomme, ja, hier war auch vorher ein Widerstand, weil der wird dann erst später zur Unterstützung. Ob er durchgeht, weiß ich nicht. Aber wenn ich so eine Kerze sehe, dann überlege ich mir schon, ob ich einen Stop ranziehe oder die Hälfte der Position wegschmeiße. Und wenn er durchgeht, dann freue ich mich und dann muss ich hier wieder aufpassen. Was mache ich hier? Gebe ich eine Hälfte der Position nochmal weg, dann habe ich noch ein Viertel übrig. Und dann bin ich halt dem gewappnet, dass der Markt vielleicht korrigiert und habe einen Stop vielleicht hier stehen. Ja.
So, und das ist im Endeffekt bei Aktien so, aber es zählt natürlich auch für die Branchen, weil wenn der Gesamtmarkt in Energie fällt, wird ja wahrscheinlich auch viele Aktien, die jetzt quasi da oben mit bei sind, mit runterreißen. Ja? Und dann ist der Trade halt zu Ende. Also ich weiß ja auch nicht, wie weit Aktien letztendlich vom Trend her laufen können. Ich habe in meinen Coaching-Zeiten habe ich jetzt, sage ich mal, immer ganz viele Leute gehabt, die gesagt haben, ja, ich habe hier ein CAV von 9. Und dann hat er dann ein Bild reingemalt, dann sage ich, du bist jetzt schon so viel im Plus, und du wartest jetzt auf Kursziel 9. Okay, was ist, wann hörst du da auf? Und dann ist der Markt gefallen und was passiert ist? Der Trade war nachher wieder bei 0 oder sogar im Minus, weil einfach das Verhältnis nicht stimmt zu dem, was man erreichen kann in der Zeit, wo man vermutet, dass der Kurs dahin kommt. Also es kann ja manchmal Wochen dauern und die Frage ist, ob wir, sage ich mal, so ein Markt steigt der nicht endlos einfach an. Das kann lange dauern und oftmals länger, als man denkt. Aber von der Struktur her gibt es ja doch mal eine Korrektur und dann weiß man nicht, ob wann die zu Ende ist. Also mir kann keiner sagen, wo sie zu Ende ist. Ich vermute, dass sie vielleicht hier wieder aufhört. Ja, dann kommt der 20er hier hoch und irgendwann gibt es vielleicht eine Reaktion. Und dann sehe ich einen Umkehrstab und dann gucke ich, passt der Umkehrstab dort hinein? Gibt es da eine Unterstützung, so wie hier? Ist da vielleicht noch ein gleitender Durchschnitt, der das macht? Ist der 200er da? Ist da ein Gap? Also alles Sachen, die mit hineinkommen. Und ist da vielleicht noch ein sehr starkes, hohes Volumen? Weil, wenn jemand bei so einer roten Kerze, die tickt ja heute noch, hier unten einsteigt, ich bin's nicht, weil ich weiß ja nicht, ob es am nächsten Tag nach oben geht, dann sind das Leute, die vielleicht noch die Angst anderer Menschen ausnutzt, die jetzt die Aktie unbedingt loswerden wollen, weil sie ihre Gewinne sichern wollen. Und die anderen kaufen sie dann einfach, weil sie sagen, na ja, ich habe so viel Geld, ich muss irgendwo mal in den Markt reinkommen und immer da, wo es sehr, sehr viele die Aktie wieder verkaufen, nehmen dann halt Profis, sage ich mal, diese Aktien relativ gerne, weil sie das Volumen dann auch unterbringen können. Ja, deswegen sind so eine Sachen wie hier immer ein schönes Indiz, dass einer bei so einer roten Kerze nach so einem Gap hier kauft, das werde ich nicht sein. Also ich bräuchte schon so eine Umkehr, sowas wie hier, so ein Umkehrstab oder so, um reinzugehen und dieses Anzeichen, dass da ein anderer schlauer war als ich. Ja, da kann ich halt einfach nur später draufspringen und dann ist auch gut. Also, wenn man das vergleicht mit dem Trade Scanner, ich gehe noch mal in die Branche, dann sehen wir, XLE war vor 5 Tagen im Counter-Trend-Bereich. Und jetzt gehe ich wieder in den Chart, dann seht ihr auch, was das bedeutet. 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, hier wurde schon angedeutet vor 5 Tagen, dass der Markt hier eventuell reagiert und man vorsichtig sein sollte. Ja. Das finde ich eine wichtige Erkenntnis und indiziert bei mir eine gewisse Vorsicht, um das mal so auszudrücken. Okay, deswegen würde ich sagen, der Markt ist für mich erst wieder hier unten interessant, ja, wenn er sich dementsprechend stark zeigt. Brauche ich mich jetzt heute nicht hinsetzen und jetzt noch eine Long-Aktien-Screening zu machen? Das macht keinen Sinn. Wie viel kostet ein Abo? Fragte Rudolf. Bei was? Im Monat. Im Moment kostet es 49 Euro. Wir haben im Dezember eine kleine Aktion mit unserem Partnerbroker FX Flat. Da gibt es dann noch ein paar Prozente und zwar, solange man das hat, muss man sich mal anschauen, ob das was für euch ist. Also man kann es auch monatlich kündigen, man kann sich auch anmelden und innerhalb von 14 Tagen kündigen, aber es müsst ihr wirklich machen. Das geht über Digistore. Ansonsten, wenn ihr das innerhalb der 14 Tage, am besten, wenn ihr es nur gucken wollt, dann meldet euch an und schreibt gleich die Kündigung. So mache ich das auch immer bei Zeitungsabos oder so, wenn mich was interessiert. Aber nicht, dass ihr es vergesst und nachher sauer seid. Also das wäre doof. Also denkt dann dran, wenn ihr das macht. So, Silber. Da sind wir. Guck mal, wie es nach oben geschlossen. Und die Zeit, wo unsere anderen, sage ich mal, Webinare waren, da sind wir oft hier beim Silberthema gewesen. Auffällig ist beim Silber, das ist ja hier nur der ETF, also nicht der Index, nicht der Index, der Future, dass halt, sage ich mal, an diesem neuen Tief wieder ein erhöhtes Volumen ist. So, das würde jetzt hier so treffen. Das wäre für mich so eine Indikation, ich probiere es mal, ja, dass der Markt hier oben wieder aufhört. Ist, wenn man so einen Abwärtsgap sieht, das ist die Kurslücke hier, wundert mich nicht, dass der Markt hier irgendwann anfängt zu straucheln, ja, und dann in dieser Zone ist. Deswegen kann ich versuchen, da reinzugehen. Ich muss aber auch wissen, dass der Trade schnell wieder aufgelöst wird in Silberaktien dann, ja. Das wäre jetzt.
jetzt für mich ein Grund, dann zu sagen, ich scanne mal im Basic Materials Sektor. So, dann macht er relativ schnell einen Zug nach oben, kommt aus einer Korrektur, viele Gaps hier drin und dann ist hier wieder Feierabend und zwar da, wo im Endeffekt der Widerstand war, geht wieder runter. Und dann gucken wir hier und sagen wir, aha, hier unten, das war mir zu wenig Volumen, das hat nicht herausgestochen, das war nicht irgendwie, sag ich mal, indikativ, weiter runter und das hat mich auch verwundert, das Volumen hat eher abgenommen. Und das war auch keine positive Kerze letztendlich. Trotzdem schwankt der Markt so. Und jetzt haben wir hier oben an dem Hoch ein erhöhtes Volumen in diesem Bereich hier oben. Hier haben sie nochmal zugegriffen. Da oben haben sie verkauft bei hohem Volumen. Und dann ist das Volumen im Endeffekt so auf so einem Level versiegt. So. Man schaut dann immer auf das, wo es mal, also für mich interessant war, wo das hohe Volumen mal hervorgestochen ist an dem Tief. Und das interessiert mich dann immer, ob der Markt dort in diesen Tiefs, wo das Volumen erhöht war, auch nochmal reagiert. Ja, ein Tick zu tief drunter, ja gut, kann man nichts machen, aber wenn der Markt hier drauf reagiert, dann ist das schon eine schöne Sache, um eventuell die ein oder zwei, drei Aktien sich mal anzuschauen aus dem Silberbereich. Jetzt sind wir da oben. Müsst ihr euch jetzt nicht fragen, das könnt ihr euch selbst beantworten. Ich glaube, ihr habt es mittlerweile geschnallt. Das ist ja auch kein Hexenwerk. 200 da führt oft zu einer Reaktion. Sieht man hier an diesen, mach es ein bisschen größer, an diesen Dochten, die da oben im Endeffekt sind, der Markt Schwäche hat und nach unten geht und so reagiert er auch. Ich hatte heute eine Diskussion mit meinem Trading-Freund und der hat gesagt, Mensch, Silber kommt. Habe ich gesagt, ja, hast du recht, aber willst du jetzt den Ausbruch hier handeln? Wo ist jetzt hier ein Ausbruch? Ja, über das Hoch vielleicht. Ja. Dann kann man sowas machen, aber nicht im Tageschart. Wohin könnte der Markt jetzt Silber zurückgehen? Also interessant wäre es für mich, hier ist ein kleines Aufwärtsgap. Wir haben hier einen Widerstand gehabt, der ist drüber gegangen, also quasi wie so ein gescheiterter, vielleicht wird es ein gescheiterter Ausbruchstrade, weil das ist ja ein neues Hoch und das war das alte. Das heißt, hier einen Ausbruch zu traden, macht ja nicht so viel Spaß. Was würde ich jetzt machen? Okay, der setzt sich nicht durch, der kommt zurück und zeigt hier entweder auf der oberen Kante des Gaps eine Reaktion oder spätestens auf der unteren. Also entweder da oder da. Es muss kein Umkehrstab sein, es kann auch eine Powerbar sein, ist eigentlich immer das Gleiche. Und dann weiß ich, mit was ich zu rechnen habe, wie lange es dauert. 2, 3 Tage vielleicht, bis die Korrektur kommt. Dann kommt der 200 darunter. Dann weiß ich, dass der Markt natürlich auch hier wieder reagieren kann. Und da muss ich, wenn ich einen Trade habe, nicht einfach nur sagen, ist mir egal, ich lasse ihn laufen und wundere mich dann, dass er vielleicht doch wieder scheitert. Das heißt, ich muss einfach abwarten, bis die Situation ist und dann an den Scanner sitzen und Basic Materials scannen. Jetzt würde ich jetzt nicht draufsetzen, dass der Markt hier einfach durchläuft. Aber wenn er das packt, hier rauszukommen, über dem 200er zu landen, ist Silber vielleicht eine interessante Sache, die dann vielleicht auch wieder mit den Erstarken der Gesamtwirtschaft, muss man mal hoffen, dann auch wieder mehr an ja, Beachtung, sage ich mal, findet. Industrial, der andere Sektor. So, fand ich auch interessant, war hier interessant, aber 200er im Weg, ihr seht, der Markt reagiert, darunter steht drüber, wieder eine Reaktion. Also ist das jetzt von euch aus ein Markt, wo ich drauf gehen würde? Nein, was will ich? Eine Korrektur. Korrektur ist vielleicht hierhin. Damit wenigstens der 200er hier ist und dann ist aber hier schon die Quetsche, also es ist nicht mehr viel drin. Wir sind relativ steil angestiegen und es bedarf jetzt einfach mal einer Korrektur. DAX lassen wir mal aus, DAX Future, okay, schauen wir mal drauf kurz. Ja, DAX, mega stark gewesen, ja, durchgezogen, alle gekauft wie die Verrückten. Ist jetzt am 200er und vor so einem Wochenwiderstand, die Zahl 13.666. 13,7 spätestens bei 13,9 wird es vielleicht ein bisschen eng. Dann gibt es vielleicht eine tiefere Korrektur. Für mich im Moment kein Grund, jetzt einen DAX-Wert zu kaufen. Eurostoxx lassen wir. SDAX schauen wir nur ganz kurz. Was ist los hier? So, SDAX hat da übersprungen. Genau das Gleiche. Hat sich positiv entwickelt, ist quasi ausgebrochen über so einen Wochenwiderstand. Hat natürlich noch Platz nach oben. Ein bisschen, wenn man das anpacken mag. Andererseits kann man auch warten, bis er nochmal kurz zurücksetzt und dann in die Richtung gehen. Oder aber, jetzt ist es nicht mehr ganz so schön, weil man ja nicht unter so einem Tief ist,
schon 3, 4 Tage gelaufen ist, nach 4 Tagen, 4, 5 Tagen im Schnitt fängt der Markt an, darauf zu reagieren, entweder seitwärts oder mit einem Rücksetzer. Würde ich eher auf einen Rücksetzer warten und dann nochmal in die Richtung gehen. Das wäre, glaube ich, besser. Dann Basic Materials, der Bereich, zu dem noch Silber und Gold und was ich glaube auch selber die Aktie Symrise in Deutschland zählt als Basic Material, weil sie ja Geschmacksstoffe herstellt. Also es ist weit gefächert. Da muss man gucken, ob man da einen Silberwert drin erwischt. Ist auch weit gelaufen. Also man sieht, hier ist ein Korrekturbereich, der wäre super. Und dann hat man halt, wenn man Geduld hat, sag ich mal, nicht hier einsteigt, hier oben, wenn man denkt, es geht noch weiter. Nein, ein bisschen Geduld haben. Hier gibt es eine positive Reaktion. Das einzige Negative ist, dass es hier ein Gap gab mit einem Eröffnungskurs da oben sogar. Ob man dann noch einen Trade bekommt, der am Tageschart jetzt eigentlich auch selbst ein Gap gemacht hat, mag dahingestellt sein. Aber dass der Kurs hier wieder reagiert im Wochenbereich und der 200er als kleiner Deckel oben drauf sitzt, ist nicht verwunderlich. Deswegen ist es viel entspannter, wenn ich, glaube ich, wieder warte, bis der Markt korrigiert. Das ist also jetzt nicht viel zu tun. Dow schauen wir uns auf jeden Fall auch an. Wahnsinn, wie das Ding durchgezogen hat, wie eine Rakete. Also von dem haben wir gar nichts gehalten, von dem Index. Aber man schaut und man sieht, was hier am Tief passiert ist. Und das sind diese Situationen, die ich gerne mag, wenn ich einen Countertrend aufsetze. Ich mag, wenn der Markt so am unteren Bollinger Band vorbeipfeift. Das finde ich gut. Und dann eine Reaktion kommt in Form entweder eines erhöhten Volumens. Das haben wir generell ein hohes Volumen, aber nicht so, wo ich sage, da ist jetzt irgendwie mal signifikant was drüber. Das ist ja alles im Schnitt. Was auffällt, ist der Tag hier. Ja? Dieser Tag hier unten, der hat schon erhöhtes Volumen und auch eine Wahnsinnsrange. Das war vorher am Tag eine rote Kerze hier unten, von da an bis da. Völlig negativ und dann wurde aufgekauft. Und das sind auch die Menschen, die da aufkaufen, die sagen, naja, wir haben jetzt noch was in der Position. Die Leute haben jetzt Angst, dass der Markt vielleicht noch, man wird da zusammenscrollt, vielleicht noch tiefer fällt und dann hier unten landet bei 27.000. Die kaufen denn da? So, und dann, wenn man das Intraday spielt, dann muss man davor sitzen, dann kann man das eventuell machen. Das mache ich nicht. Ich kann so eine Kerze als Indikation nehmen, dass ich sage, okay, er reagiert wirklich nochmal auf dem Tief bei erhöhtem Volumen. Das könnte sein, dass dann der Markt hier irgendwo seinen Boden findet. Ja, gibt gar keine weitere Korrektur, zieht einfach weiter durch. Und das hat er gemacht bis zum 200er. Bei der Kerze wäre ich auf jeden Fall schon ein bisschen skeptisch geworden hier mit dieser langen Docht und den Stop rangezogen. Wenn er darüber läuft, ist schön, aber er reagiert jetzt drauf und er wird wahrscheinlich wieder etwas zurückkommen. Damit rechne ich fast, weil es doch ganz schön heftig war. Also für mich gerade auf der Long-Seite nichts zu tun. Auf der Short-Seite kann ich im Moment nichts tun, möchte ich auch gar nichts tun, weil der Gesamtmarkt ja eher long ist. Habt ihr ja noch im Blick vom Trade-Scanner. Da würde ich mich zu sehr gegen den aktuellen Status der Märkte stellen. Financial, das Gleiche. Ja. Hier eine absolute Top-Situation, eigentlich ein Bilderbuch. Dynamik, ja, bildet auch das ab, was im Dow war, dieser Tag, wo es eigentlich hier unten mit einem negativen Gap, hier unten hat der Markt eröffnet und hat dann hier bis nach oben durchgeschoben, hat dann hier ein bisschen drauf reagiert. Toll, da würde ich darüber jetzt auch nicht einsteigen, aber ich sage mal aus der Korrektur abwarten. Hier unten bei dieser Kerze, das ist die Kerze, wo die Korrektur stattfand. Dann eine positive Bestätigung. Natürlich ist die ziemlich groß, ja, aber wesentlich nicht so groß wie diese eine grüne Kerze hier. Das ist eine Situation, wo man dann den Markt screenen kann und darauf hoffen kann, dass der Markt in die Long-Richtung geht. Ja. Und dann muss man halt gucken, dass hier halt bald Feierabend sein wird. Und dann darf es wieder einer Korrektur. Also muss ich mich heute ransetzen? Nein, muss ich nicht. Das sehe ich auch schon im Trade-Scanner letztendlich. Healthcare, den hatten wir schon, den Bereich. Dann springen wir gleich mal auf den Consumer-Bereich. Auch hier ist die Sache nicht spurlos vorbeigegangen. Wir haben auch hier diese Indikation des erhöhten Volumens, bei weitem nicht so hoch wie woanders in den Branchen. Aber jetzt aktuell, auch hier, haben wir diesen Widerstand. Und ich bin der Meinung, der muss da erst drüber.
Oder er geht nochmal massiv zurück, dass ich noch mehr Abstand zum 200er habe. Aber jetzt ist mir ziemlich einfach zu nah dran. Wenn, dann mag ich einfach, dass der Markt, würde ja jetzt ein Ausbruch sein. Also die meisten werden vielleicht jetzt hier so trendmäßig sagen, ah, der Markt muss hier irgendwie drüber gehen. Dann gibt es vielleicht einen Ausbruch, aber gibt es schon die ersten Zweifler und dann macht er vielleicht so einen Rücksetzer. Und dann fühle ich mich irgendwie wohler. Ja. Wenn dann hier ein Umkehrstab kommt, dann kriege ich auch im Trade-Scanner, wenn er 2, 3 Tage korrigiert, ein Signal angezeigt. Aber jetzt, heute, muss er schon ein bisschen weitergehen. So. Gold. Auch spannend. Also Gold finde ich fast noch schöner als, nicht von der Farbe her oder vom Wert als Silber, weil der Chart einfach ein bisschen entspannter ist, sage ich mal. Auch wenn er ziemlich belastet ist. Aber im Gold sehe ich einfach, dass Gold ja mittlerweile auch schon ein bisschen zur Outperformance gehört, auch wenn nicht so groß wie Energy oder so, aber Gold hat eigentlich eine gute Voraussetzung. Warum? Wir sehen hier so einen Aufwärtsgap. Zack. So, das ist mal der erste Unterstützungsbereich. Dann sehen wir das Ganze bei einem stark erhöhten Volumen. Das ist das hier. Und zwar in dieser Kerze hier. Auch das habe ich heute mit meinem Trader-Kollegen besprochen. Ich liebe ja diese Gespräche, weil wir da uns immer gegenseitig mit Argumenten überhäufen. Aber es ist doch logisch, dass wenn ich nach so einer Kerze merke, dass der Markt stark ist. Das ist klar. Aber ich sage mir dann, muss ich da oben kaufen, wenn ich das hier sehe? Ich bin schon an so einem Hoch, da kann der Markt reagieren. Ich sage immer, er kann durchschieben, aber möchte ich das? Nein. Was kann ich jetzt im Endeffekt tun, wenn ich eine Goldaktie mir dann aussuchen will? Also einer der besseren, der führenden. Dann muss ich darauf warten, dass der Gesamtmarkt erstmal korrigiert. Und dann kann er A, das glaube ich, entweder hier spätestens bei diesem Tief dieser Kerze, die so ein extremes Volumen hat, sagen wir mal, anhalten. Und das bedeutet im Endeffekt, dass dort Leute sitzen, die dann vielleicht sagen, ich habe diesen Move verpasst. Das ist ein Preislevel, wo ich dann reingehe, weil ich merke, der Markt verändert sich eventuell im Goldbereich. Und dann kaufe ich nicht an so einem Top, sondern hier unten raus. Und wenn er dann den Move macht und hier durchgeht, dann habe ich wesentlich mehr Platz zum 200er, der dann sich hier so absenken wird. Finde ich schon mal gut. Die zweite Möglichkeit, wo Gold drehen kann, ist dann hier an der Oberkante von diesem Gap. Auch das wäre möglich. Und die letzte Möglichkeit, wo es dann drehen sollte, auf jeden Fall die Unterkante. Ja, welches es wird, weiß ich nicht, wie tief er möchte. Aber ich kann es euch sagen, Gold wird auf jeden Fall auf meiner Beobachtungsliste stehen und ich werde mir dann die passenden Aktien dort raussuchen. Einfach so, wie ich es jetzt eingezeichnet habe. Müsst ihr jetzt eigentlich nur warten. So, S&P hatten wir, Russell interessiert man nicht. Technology sieht genauso aus, die Branche im Endeffekt ein bisschen besser vielleicht als die Nasdaq. Macht natürlich auch nicht verwunderlicherweise diesen Move nach. Sieht gar nicht so gut aus. Hat doch hier dieses stark erhöhte Volumen. Was kann passieren? Wo kann der Markt drehen? Nimmt ja von der Oberseite dieser Kerze, geht er da drunter, schließt da drunter und nimmt diesen Umkehrstab noch raus. Dann sieht es böse aus und dann sehen wir uns hier locker bei 113 in dem Fall in diesem ETF wieder. Also im Moment nichts für Long-Spielchen. Real Estate ist ja auch Underperformer, deswegen hat er einen Wert von 97. Hat aber einen Lichtblick. Also was mir bei der Immobilienbranche jetzt auffällt, obwohl sie so abverkauft ist, ist ja, dass sie sich hier diese starken Bewegungen aus dem Technologiebereich nicht mehr mitgemacht haben. Also sie ist ja heute relativ positiv im Gegensatz zur Nasdaq, also, wenn man das sieht. Und das ist schon mal gut. Und auch was der S&P zurzeit zeigt, ist auch nicht da. So, und deswegen kann man über vermuten, dass dort eventuell eine kleine Wende stattfindet. Was könnte da eine Indikation für sein? Schauen wir aufs Volumen. Sieht man, aber es ist ja kein Hexenwerk. Hier ist erhöhtes Volumen. Es ist an dieser Kerze im Tief. Es kam eine grüne Kerze hier nach Real Estate Werten Screen und das versuchen wenigstens bis hier mitzunehmen. Ist bei dem gesamtschwachen Markt nicht so einfach, aber die Reaktion war jetzt nicht so verkehrt. Was kann passieren? Also hier, wer das hier nicht mitgemacht hat, hier unten, der braucht jetzt auch nicht mehr raufspringen, weil der Markt ja schwach ist. Entweder reicht er das hoch noch und dreht dann spätestens, wenn er wieder zurückkommt, wünschenswerterweise geht er noch ein Stück höher, dreht dann aber und fängt sich hier unten wieder und zwar an spätestens da, wo das Volumen hoch ist.
Ja, und zwar an dem Tief der Kerze, ein Volumenhoch am Tief der Kerze. Vielleicht schlecht zu verstehen, aber das bedeutet, dass dort so eine Unterstützungszone ist. Ja. Und die sollte dann halten. Und dann kann ich mir vorstellen, wenn das funktioniert, dass dann der Markt in so eine Art vielleicht Aufwärtstrend wandern könnte. Weil irgendwann ist ja auch mal gut. Und hier haben wir ganz schön schon mal abgegeben. Und man sieht, dass man sich hier auch in einem Bereich befindet, der bei Immobilien oft kaufanreizbietend war. Diese Tiefs hier, das ist hier unten Corona-Ausverkauf, könnte sein, dass der Markt dann mal ein bisschen weiter Richtung 200 da wieder läuft. Also finde ich spannend auch, habe ich auch auf dem Schirm, ist kein, noch kein Trend Long Trade, aber hier unten wäre es sogar schon ein Trend Long Trade gewesen, obwohl die Branche noch kein Outperformer ist. Ja, aber das kann sich ja ändern. Also Branchen verschieben sich ja auch. Wir sehen ja auch den Technologiebereich, wie der unter die Räder kommt. Utilities war auch ein absoluter Highflyer. Ja, also hier oben waren wir noch super mit Utilities unterwegs und dann hat es aber irgendwie uns die Füße weggezogen. Bis zu einem Punkt, wo dann immer das Gleiche passiert. Das ist das erhöhte Volumen hier. Hier haben wir die Situation auch, dass das Volumen ansteigt, ne, bei dem Abfall, da seht ihr das. Wo hätte ich eine Reaktion erwartet? Hier auf dieser Wochenunterstützung. Damals war es noch eine Unterstützung, jetzt ist es ja, weil der Kurs drunter ist, ein Widerstand. Muss ich auf die Kerzen gucken, passiert das? Hier, die Kerze hat mich leicht dazu, sag ich mal, Hoffnung gegeben, aber sie ist halt nicht da überschritten worden, von daher nichts und ist auch keine richtig positive Kerze. Dann weiterer Abverkauf bei erhöhtem Volumen ist super. Nochmal erhöhtes Volumen und dann kam diese grüne Kerze. Das war der Punkt, wo ich halt auch Utilities-Aktien gescreent habe und zwar Countertrend gegen den Trend. Ja. Und da konnte ich halt, sage ich mal, einen Trade machen, der letztendlich, sage ich mal, etwas mehr als Break-Even gebracht hat, weil ja am nächsten Tag die Sache wieder mir gefallen ist. Da muss man eng absichern und das kann oder muss nicht klappen. War mir klar, dass das hier ein Widerstand ist, der eventuell auch die Aktie wieder runterdrückt oder den ETF die Branche unter die Räder bringt. Letztendlich passiert das Gleiche aber immer wieder. Und hier haben wir das Gleiche, nochmal mit einem erhöhten Volumen an dem Tag hier. Aber ich habe danach keinen Folgetag, der irgendwie Stärke bringt. Ihr seht ja alles schwache Tage. Also da muss ich mich dann nicht hinsetzen und sagen, ich muss diese Werte jetzt nach irgendwelchen Countertrend-Aktien durchsuchen. Dann wieder ein Abverkauf, aber gar nicht mehr so ein Volumen. Dann kommt diese grüne Kerze und da ist dann irgendwie Feierabend. Und dann, wenn man das nicht möchte, die ist auch wirklich sehr lang, die Kerze, sich da einzukaufen, dann heißt es aber rangehen und warten, bis der Markt nochmal drüber geht und wieder zurückkommt. Und dann bleibt er wieder in diesem Bereich und dann ist der Tag, wo man dann auch mal die Screening-Liste bedienen darf im Trade-Scanner und nach Utilities-Aktien aus dem Counter-Trend-Bereich suchen kann, aber auch versuchen kann, dass man Aktien kriegt, die aus dem Trend-Bereich immer noch long sind und die besser sind als die Branche. Und dann hat man eine gute Chance, dass man hier so ein, zwei Trades aufsetzen kann, die, sage ich mal, dann hier oben wahrscheinlich schon im Target sind oder wenigstens zu einer Stop-Nachsetzung führt. So, den Bereich finde ich mega spannend, weil er auch gar nicht so schwach ist wie Nasdaq. Ja, hier mal wegverkaufen, dann Ende. Was kann hier passieren? Wir haben an dieser Kerze auch ein erhöhtes Volumen. Das sieht man, das sticht raus. An dem Hoch, das könnte kritisch werden. Das Tief wurde unterschritten, aber dann wieder mit dem Schlusskurs drüber geschlossen, drunter. An dem Bereich, jetzt hält er nicht. Schauen wir mal, was heute passiert. Da kommt der Markt wieder hier runter und dreht hier, würde ich das sogar nochmal einkaufen. Spätestens dann an dieser Zone screen nach Utilities-Aktien. Weil hier haben wir am oberen Bollinger Band, da wird auf jeden Fall eine Trend-Long-Strategie in Form einer Korrektur dann vielleicht angezeigt sein. Ich zeige euch mal was, was ich gar nicht handle. Bitcoin. Ich weiß auch warum wahrscheinlich. Das ist absoluter Wahnsinn. Sind mega unter die Räder gekommen. Ich weiß gar nicht, was da passiert ist, aber das sieht jetzt nicht ganz so gut aus. Communication, wir haben noch zwei Branchen, die schaffen wir noch. Die Communication-Branche ist schon ewig Underperformer, nachdem sie sowas von Outperformer war. Keiner will mehr investieren in irgendwelche Funkmasten und so weiter. Fällt immer weiter der Markt. Ich warte darauf, dass ich hier eine positive Reaktion sehe. Wir haben hier ein steigendes Volumen, eine Umkehrkerze, super. Dann haben wir hier so ein
Man kommt nicht richtig weg vom Fleck. Es bedarf noch eines kleinen Sell-Offs, aber ich habe die auf dem Schirm und warte auf den nächsten Rutsch. Und der könnte eventuell dann, wenn man schaut, wo die nächste Unterstützung ist, das ist schon Corona-like hier unten, dann wirklich in einer Situation sein, wo man diese Aktien vielleicht dann wieder auf den Schirm rücken sollte. Und glaube, das kann auf jeden Fall kommen und sollte man nicht verpassen. Jetzt haben wir nochmal Consumer abschließend. Auch eine Branche, die im Endeffekt, jetzt muss ich mal gucken, welche das ist. Es gibt ja einmal die Discretionary und einmal die Staple. Discretionary, also die Luxusgüter, die sind jetzt wirklich unter die Räder gekommen. Früher hat man immer gesagt, egal welche Krise, die Luxusgüter werden immer gekauft. Ist aber jetzt wohl nicht mehr so. Ist ein neues Tief heute entstanden, ein lokales hier, und bedeutet den Absacker eventuell bis zu diesem Bereich. Das heißt, was mache ich, wenn ich das sehe? Ich schaue mir das genau an. Wenn der hier korrigiert und bringt hier ein hohes Volumen mit rein, dann bin ich gerne bereit, bis der Countertrend zu machen, bis da oben hin. Wenn der das genauso macht und dann wieder zurückkommt, dann bin ich bereit, den dann wieder in die Short-Richtung zu gehen, weil das einfach interessant gerade ist. Das ist ein Ausbruchsbereich, kommt er zurück, dann kann man die in die zweite Richtung wieder Short handeln. Ja, und wenn er hier unten ein fettes Volumen hat, dann ist das genau das Ziel, wo dann der Markt wieder reagieren könnte. Das wäre mega spannend. Ja. Und man sieht auch, dass der Markt hier starkes Volumen hatte. Und das ist genau in dem Tief und dass der Markt hier immer, ich mache es nochmal höher und ein bisschen größer, einfach durch dieses Volumen, was man auch, was jeder, und das ist nichts Besonderes, nur die Farben sind anders, das hat ja jeder im Chart, dass der Markt hier mit dem Schlusskurs immer drunter und dieses Volumen tanzt. Ja, und teilweise auch am Hoch. Und dann sich nach unten heute durchsetzt. Das sieht nicht gut aus. Ja. So, dann der Michael Rupfner fragt, die blaue Linie bei erhöhtem Volumen, wie und wo stellst du die ein? Ja, das ist für die Engineer-Trader interessant. Das für das Volumen, das mache ich selber. Das ist einfach eine Linie, die ich reinklicke, die male ich mir da selbst rein. Ja, ich glaube, wenn mal die, das ist für mich einfach eine Trendlinie mit Zickzack, die sich nach rechts erweitert. Und damit mache ich mir das, zeichne ich mir das ein, damit ich das einfach visualisiert habe. Es deckt sich oft auch das hohe Volumen mit dem Bereich des Widerstands und Unterstützung, diese hellroten und hellgrünen Linien. Bitte macht es nicht immer auf den Euro genau fest. Börse ist ja nun kein Punktspiel, sondern eher so ein Bereichsspiel. Von daher passt da ein bisschen auf. Okay, wer diese Gedankengänge ein bisschen verfolgen möchte, den kann ich, sag ich mal, meine Homepage ans Herz legen, und zwar hier den Blog oder den Newsletter, da sich einfach registrieren. Da wird man nicht zugespammt mit Werbung oder so. Das mache ich nicht. Das gibt es nur einmal in der Woche, außer es passiert was ganz Außergewöhnliches. Da kann man sich anmelden. Das ist wie eine Erinnerung letztendlich zu dem, was ich hier im Blog schreibe. Man kann natürlich da auch einfach raufgehen, hier auf Blog, Marktvorbereitung und Watchliste. Da ist ein Teilbereich von dem drin. Dann klickt man hier drauf, was ich im Endeffekt am Wochenende mache, mich vorbereiten. Und diese Abfolge von Gedankengängen über die Indizes, über die Branche, da seht ihr, das war der Post über die Healthcare-Branche. Ist ja bis da oben hingelaufen, haben wir gesehen. Und die Aktie, die ich halt mir ausgesucht habe, und das waren die Aktien, die im Scan waren. Ja, da ist Intuitive Surgical drin. Und das ist dann der Ausdruck des Trade Scanners. Und das könnt ihr im Endeffekt dann nachvollziehen. Kann ich irgendwann ans Herz legen, damit er das versteht. Wer Fragen hat, kann mich natürlich auch kontakten. Das war hier über mich, Kontakt. Einfach fragen. Und wie gesagt, 2 Wochen Probeabo ist auch kein Thema. Wenn ihr das gerne machen möchtet, könnt ihr euch anschauen. Die Entwicklung vom Trade Scanner geht wesentlich weiter. Es werden Trading Journal mit drangehangen. Es wird eine Money Management Berechnung geben, eine Positionsgrößenberechnung für Aktientrades und so weiter. Also da kommt noch eine ganze Menge. So, dann bedanke ich mich, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen den Blick erweitern. Und bin gespannt, ob ihr mir nächste Mal berichtet, wenn ihr wieder dabei seid, wie ihr die Branchen mal so seht. Und deshalb freue ich mich schon auf den nächsten Termin und wünsche euch einen schönen Abend und passt auf eure Positionen auf. Ciao. Ich danke dir, Carsten. So, nächster Termin ist 30. November. Von daher wieder Mittwoch, 19 Uhr,
dann sehen und hören wir uns hoffentlich wieder. Von daher danke an dich, Carsten. Und wie immer, bleiben Sie alle gesund, haben Sie einen schönen Abend und wie der Carsten schon gesagt hat, passen Sie auf Ihre Positionen aus. Bis dahin. Ciao, ciao.